Als im Jahr 1612 in Traunstein das erste Bier das Sudhaus verließ, begann die Geschichte des Hofbräuhaus Traunstein. Ja, ja, der Wittelsbacher Herrscher Maximilian I. wusste vom Bierdurst seiner Traunsteiner Untertanen, als er 1612 im Herzen des Chiemgaus das Weiße Bräuhaus gründete. Das heutige Hofbräuhaus Traunstein. Bierbrauen als glückliche Synthese moderner Technik und höchster Qualität zwischen Fortschritt und Tradition. Hinter dem stetigen Wachstum stehen ideenreiche, positive Menschen mit Ausdauer, Herz und Verstand. Die Manager unserer Brauerei sind übrigens keine anonymen Bosse in grauem Flanell, sondern Leid mit Spaß an der Freit, die selbst vor ungewöhnlichen Auftritten nicht zurückschrecken. Gott sei Dank, Übungsstand vorbei. Leben und leben lassen. Ja, das ist bayerische Kultur. Pralle Lebenslust. Und das Bier ist ihr Vater. Die ersten zwei, drei Mal das Fassl aufgetrunken, da war ich stolz. Das war ein riesen Gaudi. Aber jetzt lachen nur mehr die anderen. Ja, mei. Freu ich mich aufs Bier. Statt langatmiger Theorie vollzieht das Hofbräuhaus Traunstein die praktische Umsetzung. Ein Geschäftspartner auf Augenhöhe mit seinen Kunden. Kreative Ideen, beste Biere und die Menschen, die das Werk mit Leben füllen. Hans, habe ich dir. Was gibt's? Ein wegen Musifest. Ja klar, da komm ich gleich vorbei zum Ausmachen. Hut auf dies! Bei uns macht ja jeder das, was er am besten kann, weil so Zusammenarbeit macht. Biermäßig natürlich. Die Liebe zur Braukunst. Zum Handwerk, zum Detail und zur Tradition. Das ist uns in die Wiege gelegt. Aber sonst, sind wir wohl die Hunde. Kann man wohl sagen. Aber es passt schon. Sehnsucht, Vision, die weite Welt. Aber was ist das schon gegen einen Biergarten, wenn der Tag in den Abend übergeht, die Sonne durch die Blätter blinzelt und die Massen golden aufglühen? Das Hofbräuhaus Traunstein ist in seiner 400-jährigen Tradition der originalbayerischen Kultur treu geblieben und verkörpert wie kaum ein anderes Unternehmen Verbundenheit mit den Kunden, Professionalität und Lebensfreude. Es sind die Menschen, die den Unterschied ausmachen. Jeder an seinem Platz fürs Hofbräuhaus. Ja, bei uns menschelt's.